Willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute Unboxing Specialized Big Hit 3. Guckt euch diese Bude an. So ein geiles Produkt. Leute, ich bin heute ein bisschen durch. Es war ein sehr anstrengender Tag bisher. Erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Fischer E-Bike. Ihr erinnert euch an den letzten Werkstatt-News, an das Werkstatt-News-Video, wo das Hinterrad komplett zerfetzt war. Es ist fertig umgespeicht. Wir können jetzt noch hier ein entscheidendes Detail. Oh. Geil. Eine E-Bike-Felge haben wir dem Kunden eingespeicht und Sapim Strong Speichen habe ich ihm eingebaut, in der Hoffnung, dass die etwas länger halten als die, die da vorher drin waren. Die sind richtig strong. Er ist tatsächlich mit so einem Narbenmotor, sollte man schon auch schauen, dass man da halbwegs vernünftige Speichen verbaut. Genau, aber der Auftrag ist dann eigentlich so weit fertig. Ich wollte dem Kunden eigentlich noch ein anderes Innenlager einbauen. Das ist aber jetzt doch nicht so einfach wie gedacht, weil das Innenlager diesen Trittfrequenzsensor integriert hat. Und da habe ich irgendwie nichts wirklich Passendes gefunden. Und ja, da muss ich in Ruhe nochmal schauen. Aber das Bike war jetzt schon lange genug bei uns. Das funktioniert auch aktuell. Das Innenlager ist jetzt nicht so, dass es komplett hinüber ist. Da kann er auf jeden Fall schon noch ein wenig fahren. Und da muss man halt nochmal einen zweiten Termin ausmachen. Jo. So, was machen wir heute? Einerseits werden wir ganz kurz nochmal über das Demo 8 sprechen, zwecks dem Hinterbau. Und dann hatte ich mir überlegt, weil heute ist Dienstag übrigens, also wir drehen das Video gerade am Dienstag und es ist bei mir immer so, dass am Montag und am Dienstag alle neuen Aufträge reinkommen. Und die Woche ist wirklich richtig heftig, also die Woche habe ich richtig gut zu tun. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir nehmen euch heute wirklich mal mit in den Laden rein und zeigen euch, was hier so für Räder stehen und was da zu machen ist. Also, das Demo 8 ist immer noch hier. Ich hatte ja Umfrage gemacht, Gelenkeservice, ja, nein, vielleicht. Ja, war so ein bisschen kritisch. Es waren schon einige, die sich dafür interessieren, aber es war jetzt nicht die Wucht. Wir haben jetzt gesagt, wir versuchen es, das reinzukriegen zeitlich, den Rahmen- und Gelenkeservice hier als Video zu zeigen. Aber ich kann es noch nicht zu 100% versprechen. Wir haben es jetzt eingeplant, dass wir es nächste Woche am Donnerstag machen. Der Kunde hat jetzt nicht den Riesenstress, dann wäre es tendenziell möglich. Aber müssen wir mal gucken, ob es hinhaut. Ansonsten, Federgabel habe ich schon ausgebaut, da werde ich jetzt die Woche noch den kleinen Service machen. Und dann würde ich sagen, werfen wir jetzt mal einen Blick hier bei mir im Laden, wie es so ausschaut. Auf den Blick auf für den Grund, warum wir nicht wissen, ob wir es schaffen. Genau, jetzt kommt der Grund, warum wir nicht wissen, ob ich das Video dazu schaffe. Also hier zum Beispiel in der Werkstatt. Aber auch schon wieder genug zu tun eigentlich. Hier der Kollege zum Beispiel, da ist das Hinterrad komplett hinüber. Da müssen wir ein neues Hinterrad einbauen. Der Kollege hier, Bremse vorne und hinten in Lüften plus neue Beläge. Druckpunkt weg, alte X0. Der Kollege kriegt wahrscheinlich einen neuen Rahmen. Der Kollege, ja, das wird eh bodenlos. Da ist auch Bremsen quietschen, Bremsbeläge runter, Antrieb übergerostet und versifft. Und bei dem ist eher so irgendwie wieder hinkriegen, weil also jetzt geht halt gar nichts gefühlt und es ist halt einfach, dass man wieder fahren kann. Aber es ist auch ein bisschen Arbeit. Gut, hier haben wir einen normalen Service stehen. Dann haben wir hier natürlich, den haben wir jetzt ganz frisch reinbekommen. Das ist natürlich schon interessant. Mal so ein etwas älteres, müsste das Big Hit 3 sein. Ja, der wurde mal umgebaut auf eine andere Bremse, macht am Hinterrad aber leider relativ starke Probleme, weil sich da irgendwie der Hinterbau aufschwingt. Kann das Design so ab Werk von dem Rahmen oder ist das nachträglich aufgeklebt? Das ist eine sehr gute Frage, aber das ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall Klarlack drauf. Also, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob das, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so damals verkauft worden ist. Weil sowas kriegst du ja normalerweise, wenn du die Dinger kaufst, eigentlich nicht. Nee, das ist schon wirklich... Das ist schon edel. Das sieht absolut wild aus. Was haben wir hier? Ein AMS 100 von Cube, Fahrwerkservice. Dann haben wir hier ein schönes Rennrad von Cube. Das ist eigentlich Kleinauftrag, bisschen Schaltung einstellen, bisschen Bremse einstellen. Hier, letzter Werkstatt-Vlog, ihr erinnert euch an den Umbau vom Dämpfer. Das werde ich wahrscheinlich morgen angehen, dann wollte ich ja die Buchse noch drehen. Hier haben wir einen Rose Backroad, auch ein treuer Kunde. Auch jetzt nichts Wildes, vorne, hinten. Neue Reifen drauf. Mehr ist es eigentlich nicht. Und ich glaube, eine neue Kette wollte er noch haben, hat er gesagt. Was haben wir hier Schönes?
Hier haben wir von Wayman ein E-Bike. Ach, das ist fertig. Das war zum normalen Service da. Hat eine neue Kette bekommen. Neue Bremsbeläge. Bisschen Update drauf. Was man halt so treibt. Ne? Und, oh, was ich euch noch zeigen muss. Ist noch nicht ganz fertig bestückt. Kommen jetzt noch ein paar Bremsbeläge. Aber ich habe jetzt hier so einen schönen neuen Galfa-Aufsteller bekommen. Schaut euch das mal an. Das ist ein geiles Produkt, muss ich sagen. Auch hier jetzt eine schöne Übersicht über die verschiedenen Bremsscheiben und Bremsbeläge. Sehr, sehr geil. Ja, muss jetzt nur noch ein bestückt werden. Ist noch ein bisschen leer, aber kommt. Ist noch ganz frisch jetzt. Müssen wir halt jetzt auch sinnvoll bestücken, dass wir grundsätzlich nur die Sachen ranhängen, die halt auch viel gehen und benötigt werden. Ne? Absolut Premium. Weiter geht's im Laden. Oh, hier, schaut euch das an. Uhuhuhu. Guckt mal. Das ist Premium. Hat ein Kunde selber eingespeicht. Also das war tatsächlich nicht ich. Orangene Hope Pure 5 Narbe mit diesen Rainbow Speichen. Dann von Waysface, ich glaube die Arc 30 Felge. Und die werde ich jetzt quasi noch fertig. Schmeiß weg. Die werde ich jetzt noch fertig zentrieren und dann wird das Ganze noch mit orangenen Tubeless-Ventilen bestückt, Dichtband eingeklebt und dann kommen dann noch zwei schicke Conti Enduro-Reifen drauf und dann ist dieser Laufradsatz fertig. Sieht auf jeden Fall wirklich geil aus. Also ich muss sagen, ich stehe da voll drauf. Das ist schade, dass man das mit dem Licht nicht so gut erkennen bekommt. Kann man das halbwegs erkennen? Ja, doch, man kann es. Absolut geil, ey. Vor allem Vorderrad und Hinterrad, ne? Schon geil, sick, oder? Ey. Richtig sicker Laufrad. Aber der hat auch, denke ich, eine Stange Geld gekostet. Also war kein Schnapper, denke ich. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Ich schwenke jetzt hier einmal kurz hier drüber. So. Schaut euch einfach mal an hier. Schaut euch an, der Laden ist einfach komplett voll. Ja. Läuft. Gut, und die Woche ist eh wild. Du wolltest aber auch sicherstellen, dass dir die Woche nicht langweilig wird, ne? Ne, die Woche wird mir nicht langweilig. Vor allem die Woche ist eh wild. Weil die Woche ist nämlich auch noch Eurobike. Am Freitag bin ich auf der Eurobike. Das heißt, am Freitag wird ja nichts gearbeitet. Wild. Ja, so. Hier, Cube Stereo. Müsste das TM sein. Weiß ich jetzt gar nicht auswendig, warum das da ist. Ich glaube, normaler Service. Ja, das ist, glaube ich, normaler Jobrad-Service. Genau, also hier haben wir einen normalen Jobrad-Service. Genauso wie hier. Ne, hier haben wir keinen normalen Service, der Kunde schraubt eigentlich alles selber. Hier haben wir auch nur Fahrwerk. Kurze Quizfrage, ne? Quizfrage? Was geht denn hier ab? Mit dem Deckel? Deckel? Nein, von dem Akku. Alter, der hat da ein bisschen foliert, würde ich sagen. Das ist sick. Das ist ganz cool geworden. Nicht schlecht. Manche Kunden haben halt Bock. Ja genau, hier wahrscheinlich kleiner Fahrwerkservice. Denk groß braucht es nicht, schmatzen du doch nichts, aber der Kunde hat meint, ich soll mir das Fahrwerk mal anschauen. Na gut, und hier, das hier ist auf jeden Fall ein Bereich im Laden, der wird auf jeden Fall gut Zeit in Anspruch nehmen. Der Kollege hier kriegt Gabelservice groß plus neues Steuersatzlager. Der Kollege hier hat einen Defekt am Hinterrad, da müssen wir erstmal schauen, das knackt wie Hulle, wahrscheinlich ist da der Freilauf irgendwie kaputt. Sollen wir mal den Freilauf zerlegen, gegebenenfalls austauschen. Gut, der Kollege ist ein normaler Service, das ist jetzt nicht so wild. Und der Kollege hier, gut, das ist ein Kumpel von mir, bei dem bauen wir eine MT7 mit O-Cable drauf. Ja, Vorderrad ist natürlich easy, aber im Hinterrad halt innen verlegte Leitung. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber kostet halt einfach ein bisschen Zeit. Ne? So, gut, dann haben wir hier noch so ein, naja, wieder so ein bodenlos Kunden. Was willst du machen? Ist halt so ein Kinderfahrrad. Ist halt immer so die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf? Der will eigentlich nur, dass ich einen Reifen wechsle. Ja, da geht eigentlich gar nichts. Schaltung funktioniert nicht richtig, Bremsen funktionieren nicht richtig. Aber er will nur einen Reifen wechselt haben. Also gibt es halt nur einen neuen Reifen. Ne? Kunde ist König. Kunde ist König. Genau. So, hier noch ein Cube Stereo. Diesmal ein Waze. Auch ganz dubios. Hier ist die Kassette komplett locker. Das können wir uns jetzt mal im Detail hier anschauen. Schau, wenn du von hier reinschaust, Bernd. So, ne, wenn man jetzt hier mal so an der Kassette wackelt. Seht ihr das? Hm. Gerade hier vorne. Und hier,
Ich habe hier schon mit dem Finger vorhin hingewischt, aber man sieht es eigentlich ganz schön hier. Es sind überall Metallspäne. Da ist innen im Freilauf, vermute ich einmal, das Lager einfach komplett hinüber und hat es halt zerlegt und es knarzt und knirscht halt beim Treten natürlich extrem. Ne? Kein Wunder. Und es schaltet natürlich auch nicht mehr sauber, so viel Spiel wie die Kassette hat. Also da werden wir wahrscheinlich einen komplett neuen Freilauf anbauen. Da werden wir einen komplett neuen Freilauf verbauen müssen. Ja, und dann generell ist das Bike halt zum Service da, da werden wir auch ein bisschen was tun müssen. Hat jetzt über 2000 Kilometer drauf, wenn ich mir das Rad so anschaue. Fährt der Kunde das, denke ich mal, auch halbwegs artgerecht. Mal gucken, was da noch so anfällt. Weiß man natürlich nie so zu 100%, was da dann alles auf einen zukommt. Ne? So, dann können wir mal hier weitermachen. Das geht eigentlich fix. Das sind jetzt alles Schnellkunden, sage ich einmal. Das sind Räder, die haben noch nicht viel Laufleistung. Sind hauptsächlich Leasing-Fahrräder, auch das da hinten, das Highbike, das Alltrail. Das sind halt normale Service-Geschichten. Einmal komplett durchchecken, Schaltung einstellen, Bremsen einstellen, Software-Update, Service-Intervall zurücksetzen, einfach schauen, dass alles passt, Probefahrt machen, vielleicht Kette, wenn nötig, ein bisschen sauber machen und schmieren und dann ist gut. Und das Einzige, wo wirklich noch bodenlos ist, das ist hier das neue Fahrrad weg. Hier haben wir auch ein neues Fahrrad drin. Ein Radon Gilius 9.0 muss er das sein. Ja, und der Kollege hier, ich weiß nicht, was der gemacht hat, schaut euch das hier mal an. Ey. Das ist ein Jahr alt, das Fahrrad. Das ist einfach nur ein Trauerspiel. Das hat wahrscheinlich im Salz mal... Moment mal. Was? Nee, das habe ich nicht gesehen. Schau mal hier bitte hin. Da fehlt ein wenig was, würde ich sagen. Da fehlen einfach die Stifte, die Bremsbeläge sind nicht fest. Die könnten einfach rausfallen. Perfekt. Was ist das denn? Respekt. Da können wir froh sein, dass das gut gegangen ist. Ne? Naja, auf jeden Fall der Antrieb ist halt auch komplett hinüber, wahrscheinlich bei Salz gefahren. Ja, ist ja alles komplett durchgerostet. Komplett durchgerostet, der Antrieb. Also, ja. Das halt vor allem auch, der Kollege ja, vor allem halt das, ist so halt, das ist halt auch blöd mit den Röhrchen am Umwerfer, ne? Voll. Also wie man es auch hindreht, der Antrieb müsste halt eigentlich komplett getauscht werden. Wir werden sehen, ob es der Kunde sich darauf einlässt. Der war eh schon nicht amused, dass das jetzt so teuer dann wird. Weil ich habe ihm halt mal grob erzählt, was der Antrieb kostet. Und das fand er halt nicht so gut. Also, ja, kann man nicht nur die Kette machen? Das Ding ist komplett gerostet, Leute. Also schwierig. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen interessant. Wascht euer Fahrrad. Ja, oder zumindest schmiert eure Kette einfach richtig. Dann passiert sowas auch nicht. Genau, und dann haben wir hier noch Probleme mit dem Dämpfer. Angeblich ist er undicht und verliert Öl, was ich tatsächlich bestätigen würde. Man sieht es auch hier am Säckring, dass es da schön ölig ist, aber das muss man mal ausbauen, muss ich genauer anschauen. Muss man Luftkammer mal runter machen und schauen, ob da jetzt wirklich in der Luftkammer dann auch Öl aus dem Dämpfungskreislauf ist. Wird man sehen. Ja, dann hier, das sind noch normale Servicegeschichten. Können wir uns einfach mal kurz rüberschwenken. Spannend wird es hier noch. Uiuiui. Hier, auch spannend, der Motor hat sich einfach ausgeschaltet, dann hat es eine Zeit lang nicht mehr funktioniert und plötzlich hat es sich wieder einschalten lassen und dann ging es. Ja, das ist natürlich schwierig, muss man halt erstmal gucken, mal ans Shimano-Tool anschließen, auslesen, schauen, ob alle Komponenten funktionieren, alle Kabel prüfen, vor allem den Sensor für die Trittfrequenz, Akkukontakt, muss man schauen. Irgendwo dran muss es ja liegen, wird man sehen. Ja, das könnte auf jeden Fall auch langwieriger werden. Hier der Kollege, so ein etwas älteres KTM-Trekking-Fahrrad, der bekommt einen neuen Antrieb. Da hatte ich schon die Teile alle bestellt, der hat es jetzt heute vorbeigebracht. Quasi Kettenblätter, Kassette und Kette wird alles neu gemacht. Bei dem hier ist eine Speiche hinten gerissen, der kriegt eine neue Speiche. Und irgendwas war noch. Ich weiß nicht mehr, aber es steht ja Gott sei Dank alles auf die Auftragszettel. Also ich weiß das nicht alles auswendig. Wir haben ein YouTube-Fahrrad. Oh. Guckt euch das an. YouTube Purple, Leute. YouTube. Ja, wahrscheinlich ist das eine YouTuberin, die das fährt. Ja, das ist auch zum normalen Service da. Genauso wie der Kollege, auch einmal normaler Service. Das war mal ein Leasing-Fahrrad, wurde jetzt rausgekauft. Kommt halt jetzt auch ganz normal zum Service. Hier haben wir tatsächlich wahrscheinlich einen Motorschaden. Also hier funktioniert tatsächlich der Motor nicht mehr.
Der liefert kaum noch Unterstützung. Also es kommt halt, ich würde sagen, von 100%, was er normal unterstützt, kommt maximal 10% an Unterstützung. Weiß ich nicht, ob da was durchgeschmort ist. Wäre man auf jeden Fall zu Shimano schicken. Du hast ja mittlerweile schon das eine oder andere E-Bike gehabt. Kannst du sagen, was so die meisten Ursachen oder Fehlerbilder bei einem Motorschaden sind, die du bisher hattest? Also das meiste ist tatsächlich einfach nur irgendein Stecker locker oder irgendein Kabelbruch oder der Sensor kaputt. Aber hattest du schon einen richtig mechanischen? Also wirklich Motorschäden, dass man wirklich den Motor tauschen muss, ganz selten. Also bei mir zumindest. Also das ist jetzt, würde ich sagen, der dritte Motor von Shimano, den ich dann wahrscheinlich austauschen werde. Und also das eine war mal ein nagelneues Fahrrad, da wurde vielleicht beim Zusammenbauen irgendwie irgendwas falsch gemacht oder so. Bei dem weiß man es jetzt nicht genau. Für mich macht es ein bisschen den Eindruck, wenn der durchgebrannt ist. Weiß nicht, ob der vielleicht auf den Hänger gezogen hat. Man hat keine Aufnahme dran. Man weiß halt auch nicht so genau, was die Leute damit getrieben haben. Ne? Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, da jenseits der 25 Stundenkilometer so Motoren zu nutzen. Und das ist natürlich dann schon oft so, wenn man da halt irgendwelche Chip-Tunings etc. macht und sich dann wundert, dass der Motor kaputt ist. Ist wie beim Auto. Ist halt wie beim Auto, ne? So, das Fahrrad ganz normal zum Service, das Fahrrad zum Service und das Fahrrad hier ist umgefallen, da ist hier die Anzeige kaputt. Da werden wir einfach eine neue Anzeige verbauen. Spider-Man. Schaut euch das mal an hier. Ja. Zeigt auch tatsächlich nur noch weiß an. Ja, der hier bekommt eine neue Schaltung, der hat jetzt keine Ahnung. 5000 Kilometer, sowas waren es, glaube ich, drauf. Und noch die alte 12-fach SX, also dieses SX-Schaltwerk, und das ist ja wirklich bodenlos schlecht. Ist ein Wunder, dass es überhaupt so lange gehalten hat. Ja, den bauen wir ein neues Schaltwerk ein. Ansonsten da hinten, das sind alles fertige Fahrräder. Also die da hinten an der Wand sind eigentlich alle fertig. Außer eins. Oh, das können wir noch zeigen. Passt mal auf. Der Kollege hier, schaut euch mal das Hinterrad an. Schaut euch das Hinterrad an. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Ups. Das hat sich gelohnt. Ja, das war irgendwie an der Laterne angeschlossen. Und dann ist ein Kfz rückwärts dagegen gefahren und hat halt das Hinterrad komplett zerfetzt. Ja, aber der Rahmen scheint in Ordnung zu sein. Müssen wir uns natürlich nochmal genauer anschauen. Aber ich denke mal, es wird sicher auf ein neues Hinterrad gelaufen. Ja, dann haben wir hier noch von Canyon, schönes E-Bike. Da knarzt es beim Treten ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Erstmal so die offensichtlichen Sachen. Alle Schrauben mal nachziehen, Kurbelarme mal runter und festmachen. Ich meine, im Worst Case ist es die Motoraufhängung. Dann heißt es wieder viel Arbeit. Motor ausbauen, sauber machen, alle an. Also alle Stellen, wo es festgeschraubt ist, fetten und wieder zusammenbauen. Müssen wir mal gucken. Also ihr seht schon, es gibt viel zu tun. Und wir haben natürlich nicht nur Fahrräder da, sondern auch Fahrwerke. Jetzt noch ein paar Fahrwerke, das sind jetzt die für morgen früh. Ein DHX2, einmal zum Service, da ist die Hauptdichtung hier oben undicht, der sifft schon ganz schön. Dann haben wir hier einen CTD von Fox, der kommt auch im großen Service. Hier einen DPX2 und dann noch, ich würde sagen, das ist, glaube ich, mein Lieblingsdämpfer. Der Fox X2, quasi die ältere Version, also das ist ja quasi die alte Version und bei der neuen Version, seht ihr schon, sieht hier oben ein bisschen anders aus. Und ich würde sagen, das hier, ja doch, das ist schon mein Lieblingsdämpfer, was den Service angeht. Also der macht einfach richtig Bock. Der macht einfach richtig Bock. Der neue macht auch Bock. Ich glaube, das Ding ist einfach nur, die Lava 7 macht einfach richtig Bock. Diese Dämpfer da anzuschließen und mit dieser Maschine zu befüllen und da dann zu sehen, wie die Luftblasen aus dem Öl gehen, das ist einfach nur absolut geil. So, hier haben wir jetzt auch noch ein paar Fahrwerke, auch noch ein bisschen Arbeit. Eine RockShox Boxer mit, also RockShox Boxer plus Fox Van Dämpfer. Dann haben wir hier eine Fox 40, eine alte mit R2C2 Kartusche. Ne, stopp, mit R, wie hieß die jetzt? R2C. R2C. Einfacher Rebound, zweifach Compression, High Speed und Low Speed Compression, genau sowas. Gut, und dann hier haben wir noch einen Super Deluxe Ultimate Dämpfer mit Track True Schaft. Ja, das ist diese abgespacede Aufnahme hier. So schaut es aus. Gibt ein paar Besonderheiten, wenn man den Dämpfer serviced. Sind auch ein bisschen andere Dichtungskits. Ja, aber ansonsten auch jetzt nicht sowas ganz Dubioses.
Ja, und dann da unten nochmal ein X2, eine Rockshot Pike. Was halt so anfällt, ne? Hier unten die bodenlose Fake-Gabel. Mittlerweile habe ich sie wieder ausgebaut. Das heißt, irgendwann jetzt in Zukunft kommt auch das Video, wo wir diese Gabel mal zerlegen. Und dann gibt es auch das letztendliche Fazit zu dieser bodenlosen Federgabel. Tja, so schaut's aus beim Lodder, ne? Merkt schon? Gibt's echt einiges zu tun. Zurzeit läuft der Laden wie Sau. Und da muss ich auch einfach jetzt mal einen riesen Dank an euch raushauen, weil ich glaube, einen sehr großen Anteil an Kunden gewinne ich einfach auch durch meine Arbeit hier auf YouTube. Und es ist wirklich einfach wunderbar zu sehen, dass das halt einfach funktioniert, dass das einfach ja trotzdem auch Werbung in Eigensache ist, dieser Kanal, weil mit jedem Video habe ich schon den Eindruck, dass ich ja irgendwie Kunden gewinne. Und es ist wirklich cool. Ich meine, ich habe mich jetzt vor ja, knapp 1,5 bis 2 Jahren selbstständig gemacht. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn es funktioniert, wenn es läuft, wenn Aufträge da sind. Mir macht es mega Spaß. Ich habe immer was anderes da, nicht immer die gleichen Sachen. Ich habe echt auch immer schöne Räder da. Ich habe echt coole Aufträge. Klar, es gibt immer auch mal Aufträge, die keinen Spaß machen. Aber unterm Strich kann ich mich echt nicht beschweren. Ich bin happy. Und ja, jetzt würde ich sagen, tun wir noch irgendwas, damit die Kunden ihre Räder auch irgendwann wieder abholen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.